Sein Name ist Unhold. Unhold von Humboldt. Ihr kennt ihn nicht. Noch nicht. Doch ihr kennt Alexander von Humboldt und Wilhelm von Humboldt. Die beiden Gelehrten. Und er, Unhold von Humboldt, ist der mittlere der drei Humboldt-Brüder. Der nie genannte, der Verleugnete, der Ungeliebte, der Ungebildete, der Nichtskönner, der Profane, der Proll, der Underdog, der dumme August, der Unartige, der Langweiler, der Unbedeutende, der Tölpel, der Mittlere eben, der zu Versteckende. Auf die Erde gefallen. Wie eine alte verrostete Maschine. Wo sie ihn versteckt hatten? In einer grünen Flasche, als Geist, als Flaschengeist, die Flasche fest verkorkt, dann vergraben, ein Grab für einen Untoten. Später kamen die Bagger, weitere Baumaschinen, die Spaten, die Spitzhacken. Sie legten die grüne Flasche frei. Ein Handgriff nur, die Flasche, sein Gefängnis, sein Grab war entkorkt, offen. Unhold von Humboldt entwich. Verlässt das Haus. Ein Fehler. Du weißt nicht genau, ob du nach links oder nach rechts gehen sollst. Du gehst geradeaus. Ein Fehler. Du fällst hin. Du gefrierst zu Eis. Du sprengst den Eisblock. Du erhebst dich. Du beginnst zu rennen. Ein Fehler. Du fällst. Du stehst auf und retterst dich ins Haus. Ein Fehler.
Die Gebrüder von Humboldt bekamen eine Universität, die Humboldt-Universität. Und sie bekamen ein Schloss, das Humboldt-Forum. Unhold von Humboldt entwich aus seiner grünen Flasche in ein neues Zuhause. Marzahner Promenade, 12679 Berlin. Ciao. Mein neues Zuhause gefiel mir nicht. Ich fand es grässlich. Deshalb habe ich es verändert. An mein Schönheitsempfinden angepasst. Und auch euch habe ich angepasst. Seid mir nicht böse. Und ihr werdet es nicht merken, wenn er euch mit auf seine unendliche Fahrt nimmt. So wie auch die Nervenzellen niemals wissen können, dass das Gehirn der Boss ist. Ich bin Gott. Ich bin ich. Ich bin du. Was sagst du dazu? Schöne bunte Kuh.